Hallo, mein Lieben. Heute möchte ich euch ein schönes Buch vorstellen, beziehungsweise eher ein Ausmalbuch von Dr. Sarah Jane Arnold, der Achtsamkeitsbegleiter. Ein Ausmalbuch mit kleinen Übungen für Entspannung und Gelassenheit aus dem Lotus Verlag. Und zwar ist das hier so ein Buch, wo auch so kleine Ausmalbildchen drin sind. Aber das ist nicht nur das. Erstens sind hier einige Tipps drin, warum Achtsamkeit so wichtig ist und wie man Achtsamkeit praktiziert, warum Achtsamkeit, wie es geht, Achtsamkeit und Ausmalen. Dann sind dann so nette Sprüche drin, wie dieser hier: Im Leben besteht die Kunst darin, das richtige Verhältnis von Loslassen und Festhalten zu finden. Ja, und dann geht's halt los. Aktiviere deine Achtsamkeit zum Beispiel. Also das ist jetzt die erste Übung im Prinzip. Sobald du mit dem Ausmalen beginnen möchtest, konzentriere dich bewusst auf die Muster, die du siehst. Wie fühlst du dich in diesem Moment? In welcher physischen Verfassung bist du? Nimm deine Körperhaltung wahr. Beobachte deine Gedanken. Wenn du dann anfängst, versuch deine gesamte Aufmerksamkeit auf das Ausmalen zu richten. Voller Güte, Neugier und Aufgeschlossenheit. Wann immer du beschließt, auf diese Weise zu malen, bietet sich deinem Geist ein Zufluchtsort mit dem Namen Achtsamkeit. Der den Namen Achtsamkeit trägt. Mit ihr lernst du jeden Moment deines Lebens intensiver auszukosten und damit kannst du jetzt sofort beginnen. Mir haben Achtsamkeitsübungen zum Beispiel sehr viel geholfen, wenn ich wieder zu viele Gedanken im Kopf habe. Dankbarkeit ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, finde ich gut. Lenkt deinen umherschweifenden Geist, ja. Ich kann meinen Geist beobachten und lenken. Dann kann man hier zum Beispiel Notizen hinzufügen, Beobachtungen und Überlegungen, die einem gerade durch den Kopf gehen. Finde zu deinem ganz persönlichen Tempo hier wieder wunderschöne Bilder zum Ausmalen. Und das geht praktisch alles so übers ganze Buch hinweg. Und was ich ganz, ganz klasse finde, ich kann mit meinen Stabilo-Feinlinern malen. Weil das sind ja ganz filigrane Zeichnungen, wie ihr hier so sehen könnt. Und mit diesen Feinlinern von Stabilo geht das wunderbar. Also es malt kaum was durch. Deswegen habe ich hier auch schon die erste Seite angefangen. Und es ist nur so ganz, ganz leicht, dass es durchschimmert. Aber es stört mich jetzt nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass direkt was durchgegangen ist. Es schimmert nur ein bisschen. Die Papierstärke ist recht gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie stark das Papier ist. Das steht hier leider nicht. Aber das ist jetzt ein Buch, was ich wirklich super toll finde. Und hier habt ihr zum Beispiel die ISBN. Das Buch gibt es auch auf Amazon. Ich verlinke es euch unten mal. Der Link ist dann Affiliate-Link. Ihr könnt über den Link bestellen, wenn ihr wollt. Ich bekomme dann, was weiß ich, einen kleinen Bonus von Amazon. Müsst ihr aber nicht, ist ja wohl logisch. Guck mal hier, die Schmetterlinge sind doch toll, oder? Achtsamkeit im Freien. Nur momentan hat es bei uns ein bisschen geschneit. Und da möchte ich jetzt nicht wirklich draußen malen. Also spazieren gehen ja, aber malen nein. Ich kann euch das Buch auf jeden Fall empfehlen oder vielleicht auch zu Weihnachten als Geschenk oder so zum Verschenken. Es ist auch sehr schön vom Cover her. Und da man es ja auch öfter mal knickt oder so, ist dann halt noch dieses tolle Gummi dabei. So. Und fertig. Also ich liebe dieses Buch. Und dann meine Feinliner dabei. Ich habe die Stabilo-Stifte auch noch in dick. Was habe ich denn jetzt mal einen? Schau mal her. Hopp, hopp, hopp. So. Mit dem habe ich jetzt allerdings noch nicht versucht. Das sind die Stabilo Pen 68. Und das sind die Point 88. Jawohl. Und damit kann man eigentlich immer recht gut malen. Vor allem in diesen Ausmalbüchern. Es kommt halt immer auf die Dicke des Papiers an. Ansonsten malt es leider recht flott durch. Ja, wie gesagt, ich kann euch das Buch wärmstens empfehlen. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Und ja, schaut es euch doch mal auf Amazon an. Oder wenn es euch gefallen hat. Also ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob euch solche Bücher gefallen. Ich habe davon noch mehr. Vielleicht zeige ich die euch ja dann, falls euch die Bücher gefallen. Ah, herrlich. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nachmittag, wann immer ihr das Video schaut. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund. Bis dann.